Yo, Leute, mein Name ist Nils Hildke, Nehmt keine Drogen und putzt immer ordentlich eure Zähne. Heute möchte ich gerne über die aktuelle Situation um Activision drumherum ein bisschen vor mich hinreden, vor mich hinschwärmen, wie auch immer. Und nein, es geht mir nicht um Crash Bandicoot oder irgendwelche anderen Franchises. Natürlich geht es um Call of Duty. Nämlich ist da ja gerade so einiges in der Community los. Zum Beispiel, dass bestimmte Clients für den PC runtergenommen werden. Oder dass zum Beispiel dieses Jahr, obwohl letztes Jahr gesagt wurde, dass dieses Jahr kein Spiel kommen wird, wieder ein neuer Call of Duty-Titel erscheinen wird. Und in der Öffentlichkeit wird gerade beides sehr negativ gesehen. Aber ich will heute gerne ein bisschen von meiner Perspektive offenlegen und sagen, wie ich das Ganze sehe. Weil viele Leute hier draußen sehen das Ganze immer aus so einer äh, anti sicht und die sind böse, weil sie wollen nicht, dass Leute auf dem PC ohne Hacker spielen können und sowas. Und keine Ahnung, die sind nur Geldgeil. Deswegen releasen die dieses Jahr wieder ein Spiel. Und direkt zur zweiten Sache. Natürlich machen sie das für Geld. Warum sollten sie sonst ein Spiel releasen, okay? Die machen das sicher nicht aus Leidenschaft, okay? Habt ihr Modern Warfare 2 überhaupt gesehen? Also, bei Activision wird gar nichts mehr aus Leidenschaft getan, okay? Aber warum denn nicht? Was viele Leute hier natürlich sagen, was auch ganz richtig ist, ist, dass es einfach scheiße für die Community ist. Die haben letztes Jahr noch was anderes gesagt. Und jetzt auf einmal kommt wieder ein Spiel. Und jetzt auf einmal ist das Modern Warfare 3. Es juckt mich im Prinzip nicht, aber für die Call of Duty Community ist es natürlich scheiße. Aber das Ding ist halt auch, wenn man das jetzt mal aus einer Business-Perspektive sieht, sind das einfach die intelligentesten Köpfe auf diesem Planeten. Weil, warum denn nicht Modern Warfare 3 jetzt releasen? Es wird das meistverkaufte Spiel 2023. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Vanguard war das meistverkaufte Spiel 2021. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Äh, wenn die dieses Jahr Modern Warfare 3 rausbringen, dann wird das das meistverkaufte Spiel 2023. Das wird Milliarden einnehmen. Und ich würde wirklich sagen, kann man ihnen das dann wirklich vorwerfen. Ich meine, es scheint ja aus ihrer Sicht nicht so zu sein, dass der Konsument kein Modern Warfare 3 will, weil sonst würden sie es ja halt nicht so oft kaufen. Also meine Meinung dazu ist, die haben keinen Grund es nicht zu machen. Das ist halt das Ding. Die werden sowas von plus machen mit dem Spiel und es gibt keinen Grund für sie das nicht zu machen. Okay, weil ich glaube nicht, dass irgendwelche komischen Bobby Codex und seine äh, komische Rasselbande da, dass die sich noch dafür interessieren, ob der Konsument glücklich ist oder nicht. Die Sache mit den PC-Clients ist eine etwas kompliziertere Sache. Weil viele Leute denken, das sind einfach nur Mods, die man sich runterladen kann für sein Spiel, was man eh schon gekauft hat. Und dann kann man da auf Servern spielen, die besser moderiert werden. Stimmt das? Nein! Nicht so ganz. Natürlich gibt es Clients, die so sind. Zum Beispiel Plutonium hat die Torrents rausgenommen und ab jetzt ist es wirklich nur genauso ein Client, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Aber der Client, den sie jetzt runtergenommen haben, X-Labs namentlich, der hat noch etwas anderes gemacht. Nämlich hat er äh, vorsichtig ausgedrückt Piraterie beworben auf der Website. Und ich glaube, da ist eine ganz wichtige Sache, die ich nochmal erwähnen muss, ist, dass. Activision Blizzard eine öffentlich gehandelte Firma ist, also man kann öffentlich Anteile an der kaufen. Das Problem dabei ist, dass sie eine legale Obligation haben, dazu alles was dafür sorgt, dass die Firma weniger Geld macht zu terminieren. Und wenn Leute ein Spiel durch Piraterie erwerben und jemand von den Anteilhabern das erwähnt und das den sagt, jo so, guck mal da wir, wir machen weniger Geld wegen denen dann sind die halt einfach dazu gezwungen, die runterzunehmen. Selbe Sache mit diesem SM2-Spiel. Das wusste ich von Anfang an, das wird weg sein. Das wird zerstört. Weil in keinster Weise, in keinster Weise wird jemals eine Firma sowas einfach so da sein lassen. Die keiner da draußen, niemand, niemand, keine einzige Firma würde das gut heißen, wenn einfach ein Spiel rauskommt, das. Ihre eigenen Assets benutzt, um gegen sie zu konkurrieren. Das wird nicht passieren. Und deswegen kann ich in der Situation auch wieder Activision nachvollziehen. Weil, ich sag's nochmal, sie sind eine öffentlich gehandelte Firma, okay? Es geht nicht anders. Legale Obligation, okay? Es ist in den Staaten wirklich so. Und da frage ich mich, warum so viele Leute dann sagen, dass sie so böse dafür sind, weil Plutonium haben sie doch nicht runtergenommen, oder? Haben sie Plutonium runtergenommen? Das ist halt das Thema. Die Sache ist halt, dass ich glaube, für die das nicht so wichtig ist, ob jetzt irgendwie auf ihr, ihr Spiel kaputt ist und da Hacker drin sind, wie dass so Leute das Spiel dann einfach gratis erwerben. Okay? Weil Plutonium hat es jetzt rausgenommen, dass man das gratis über Torrents runterladen kann. Und deswegen ist Plutonium noch online. Es, es nimmt denen keine Einnahmen mehr weg. Und es gibt auch den, natürlich, es gibt auch den Punkt so, ja, aber warum. Haben die die dann nicht angeschrieben? Warum haben die nicht gesagt, so, yo, vielleicht, äh, ja, vielleicht nehmt ihr das raus oder vielleicht arbeitet ihr mit uns zusammen oder so. Aber haben sie wirklich Zeit dafür? Haben sie wirklich Zeit dafür? Wer hat Zeit dafür? Das Problem ist halt, das ist für die nichts. Das ist für die nichts. Das ist halt die nächste Sache. Weil viele Leute widersprechen sich da für mich. Die sagen die ganze Zeit, ja, warum kümmern die sich um diese Clients, wenn da eh nur fünf Leute drauf spielen? Und dann sagen die, ja, aber wa warum kümmern die sich nicht darum, diese Clients in das Spiel zu integrieren? Naja, das sind zwei Sachen, die sich einfach gegenseitig widersprechen. Da ist niemand drauf auf diesen Clients. Klar, das sind so 20, 30 Leute, okay? Aber das juckt die nicht. Das juckt die nicht. Die haben keine Zeit dafür. Boom. Weg. Okay? Und legal sind sie da absolut im Recht. Also das ist meine Meinung zu, zu der Thematik. Könnt ihr mir gerne schreiben, falls ihr nicht so denkt. Aber ey, ich bin mir wirklich sicher, dass so einiges von dem, was ich hier sage, richtig ist. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne umstimmen. Äh, tschüss.